Ich bin froh, dass ich spiele. Ich bin froh, dass ich mich jetzt erstmal durchgesetzt habe, aber bin bescheiden. Ich bin froh, dass ich jetzt erstmal gespielt habe und ich hoffe natürlich, dass die nächsten Spiele auch spielen werde. Aber es ist nichts in Stein gemeißelt. Das haben wir letztes Jahr auch gemerkt, durch die vielen Verletzungen und so. Und eine Saison geht so lange, da kann immer alles passieren. Es war heiß auf jeden Fall, schon mal. Das war klar. Aber erst 15 Minuten hat Saarbrücken gut dagegen gehalten, bis zu unserem ersten Tor durch den Papa. Und dann haben wir so ein bisschen den Bann gebrochen und durch die Hitze kam Saarbrücken dann auch nicht mehr hin. Das haben wir, denke ich, auch clever runtergespielt dann. Ja, das erlebt man immer wieder, dass Bundesligisten sich schwer tun, dass die kleinen Vereine über sich hinauswachsen. Und das ist eben jetzt vielen passiert, was überraschend ist, aber wie gesagt, das kann immer passieren. Ja, ganz wichtig, Selbstbewusstsein zu holen und ja, einfach gut in die Saison zu starten. Aber Saarbrücken ist eben nicht Bundesliga und auch nicht Hannover. Und jetzt zählt es eben auch, gut in die Liga zu starten. Stark. Wir haben letztes Jahr gute Saison gespielt, die Jahre zuvor auch. Die haben sich mit Mirko Slomka gefestigt und spielen mittlerweile eine gute Rolle in der Bundesliga.